This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. Und damit herzlich willkommen zu Battlefield 5. Ich hab nicht gedacht, dass hier gleich die Action abgeht, Alter. Oh, voll das Auto, ey, mal. Eigentlich muss ich bloß zielen und schießen. Na komm, komm voraus. Ich wollte es ja eigentlich gleich zur Release spielen, aber ich hatte noch so viel anderes Zeug und dann dachte ich, beende ich erstmal das. Ja, auch meine Leute zu killen. Habe ich eine Granate? Ja, ich habe eine. Aber wie ihr gesehen habt, die Grafik ist halt der Wahnsinn. Das ist geil. Die Kampagne soll ja nicht so gut sein. Was ist das? Also ein kleines Messer. Leider, die sind ein bisschen kitschig und alles. Warte mal, ich muss aufstehen. So typisch melodramatisch oder wie man das am besten nennt. Okay. We fought everywhere. In every condition though. Using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Oh ja, gib mir einen Panzer und ich bin happy, Alter. Oh, bam. Jetzt darf ich fahren, super. Oh, das schaut dir mal... Oh, Alter. Die Grafik, Mann. Ich bin ja nochmal keine Grafikkurve, aber bei sowas schon. Kommt her! Ihr kriegt, was ihr verdient. Und tschüss. Ja, wer ist da oben?
Oh, schaut sie euch an, wie sie rennen. Die kleinen Ameisen, die sie sind. Hui. Ja, jetzt kommt dann die letzte Episode raus. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt musst du auch mal mit einsteigen. Wobei ich die letzte Episode ja auch schon wieder verschoben habe. Vorrücken! Oh oh. Alter! Du kannst mich nicht sehen. Hör auf, sonst tun. Sehen, was sie drauf haben! Alter, was geht hier ab, Mann? Oh! Oh! Unfair! Ich hätte die alle platt gemacht. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Was musst du schon wieder nachladen? Hey, wer halt hier? Das geht doch mal überhaupt nicht. Ach, das ist so eine Sniper. Zack. Mann. Wäre doch auf umzufallen, wenn ich auf die ziehe. Noch irgendwo einer. Da oben ist einer. Hey, Kumpel. Was will man nie im Gesicht haben? Oh, die Kugel. Was ist schon? Ah ne, da ist auch noch einer. Sind so unsere? Oh warte, hey Ladies. Ah. Lad schnell, ja. Oh. Bin da geschossen. Death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Oh, Alter. Alter. Oh, Entschuldigung, ich muss ein bisschen Gas geben. Wird schneller? Hallo? Meiner wird nicht schneller. Warte mal, Option. Gameplay? Okay. Steuerung da, Alter. Soldatensprint, Vorwärtsangriff, Sprint, bla bla bla. Fahrzeugwaffenzoom umschalten, vertikal Flugspiegel nah aus. Genau. Jetzt geht's los. Abfangen des REV-Geschwaders 114 über Hamburg. Sind das die da? Oh shit. Ach du Kacke. Ja klar, die mache ich alle alleine, nachdem ich hier gerade zum Hauptmann niemanden treffe. Alter, was machst du? Gut, dass ich sich halt überhaupt nicht wehr. Ich bin scheiße im Flieger. Oh, ich hab schon ewig kein Flugzeug wegsteuern. Und ja, ich weiß ja immer, dass ich scheiße bin. Ich kann auch so ziehen. Feindliche Jäger, holt sie euch! Ja,
Betrug. Hä, was für feindliche Jäger? Das ist doch scheiße. Die Steuerung ist doch voll kacke. Ja, okay, ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Scheiße. Ich sehe keine Gegner. Ist das ein Gegner? Hallo, Markierungen. Ich brauche Zielmarkierungen. Das sehe ich gar nichts. Oh, das schaut schon geil aus. Das schaut so geil aus und trotzdem bin ich total kacke. Oh. Ja, wird auch Zeit. Airmen, Infantry, Volunteers, Conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Brücke von Nimmerweg. Victory. Da habt ihr gesehen, so scheiße war ich. Dass ich sogar schon eine eigene Sequenz bekomme zum Abstürzen. Hä? Ja, okay. Meine MG! Vierk? Was ist der Scheiß? Geh weg! Okay, dann halt, ne? Boah, was zur Hölle? Okay. Ich hab zwei Feinde gekillt. Wenn es gut kommt. Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood? Ending us in fear, alone. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. Oh, lad schneller! Oh, verdammt. Damit nochmal willkommen zu Battlefield 5. Ja. Es ist ein bisschen zu überdramatisiert. Das wusste ich aber vorher schon. Habe ich auch gesagt. Aber
Ich denke mal, ich werde das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder die Kampagne spielen. Vor allem fürs Let's Play. Von Battlefield 1 habe ich die weggelassen. Vielleicht werde ich auch, ich werde es vielleicht auch irgendwie so... Obla. So Kampagne, Multiplayer, Kampagne, Multiplayer, vielleicht so ein bisschen streuen. Mal schauen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht der mega Battlefield-Profi, E-Sport, Überbringer, Super-Duper und häng noch 20 andere Wörter mit hin, Gamer. Aber ich spiele es einfach gerne, es macht mir Spaß. Ab und zu mal ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen einfach nur straightforward ballern. Hallo, geht's hier bald mal weiter? Gegner taktieren und so. Oder taktieren, flankieren. Ich spiele auch immer gerne in... Hä? Ah! Was ist jetzt mit mein Land ruft? Eine Einführung in Battlefield 5. Achso, das ist nach hinten geschoben worden. Der letzte Tiger sollte eigentlich ab heute zur Verfügung stehen. Den wollte ich eigentlich sogar am Anfang, ab Anfang als erstes spielen. Aber gut, dann halt nicht. Dann wird halt erstmal in Nordafrika rumgeballert. Aber das sehen wir dann erst in der zweiten Folge von Battlefield 5, weil das reicht mir jetzt als Einführung und ich wollte auf jeden Fall mal ein bisschen anfangen. Ja, dann bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Unter keiner Flagge 1942 Nordafrika. Macht's gut und Servus!